Thomas Hafer, das Wesentliche. Videoblog mit Kurzvorträgen und Selbstforschungsübungen. Heute Vater. Wir haben Mutter angeschaut, heute Vater. Beide sind ganz, ganz entscheidende Menschen und ganz, ganz entscheidende Beziehungen für uns. Mutter noch ein bisschen mehr, weil wir in ihr wachsen, aber Vater wird dann auch sehr wichtig. Und für beide gelten diese beiden Grundordnungen, die Bert Hellinger so formuliert hat und die ich in der Arbeit wirklich immer sehr, sehr bestätigt finde. Der eine Grundordnung zu den Eltern heißt, Eltern nehmen macht möglich, mich selber zu nehmen. Den Eltern zustimmen, so wie sie waren, auch mit den schwierigen Situationen, vielleicht sogar Traumata, Verletzungen, die ich erlebt habe, trotzdem Frieden finden und eine Haltung finden, dass die Eltern nehmens bewirkt, dass ich mich selber nehmen kann und das Leben nehmen kann. Und die zweite Grundordnung, verzichten auf Nachschlag, in die erwachsene Haltung gehen, meine Kindheit und meine Jugend und das, was ich von meinen Eltern da bekommen habe, ist abgeschlossen. Jetzt bin ich erwachsen und egal wie es war, jetzt gehe ich in eigene Verantwortung. Und ich gebe auf, meinen Wunsch Nachschlag zu kriegen. Ich gehe in diese Haltung, ich mache es selber. Und das gibt uns Kraft. Die Zustimmung gibt uns ein Okay, ein mich selber nehmen. Der Verzicht auf den Nachschlag gibt uns Kraft. Wir kommen in eigene Kraft zu handeln. Und wenn es heute um Vater geht, schau mal, mach zwei Bodenanker, ich und Vater. Und nenn ihn auf dem Papier, das du schreibst, so wie du ihn immer genannt hast, Papa oder mit Vornamen oder wie immer. Und dann schau mal, was du siehst. Ich will mal drei Klassiker nennen, was mit Vater passieren kann. Das eine ist häufig Klassiker, ich mache ja auch Business-Seminare, ein Klassiker da ist Autoritätsprobleme. Wenn mein Vater autoritär war, werde ich immer Probleme haben mit Chefs und übermäßige, übergriffige, unverschämte, autoritäre Übergriffe von meinem Chef halluzinieren. Kannst mal schauen, ob sowas bei dir wirkt. Oder, Klassiker bei Frauen, Mangel an liebevoller Zuwendung. Und wenn ich das nicht löse, habe ich als Frau oft das Problem, dass ich Partnerschaften suche und Partner suche, mit denen ich dasselbe erlebe wie mit Vater, diesen Mangel. Und man kann andere Dinge, ich will jetzt gar nicht viele Beispiele nennen. Was habe ich für Gefühle meinem Vater gegenüber? Wie fließt die Liebe? Welche Wünsche sind unerfüllt geblieben? Wo ist ein Schmerz, eine Sehnsucht? Und wie gehe ich jetzt damit um? Und die Übung ist wirklich, du stellst dich auf dich, du legst diese beiden Papiere auf den Boden, Vater und ich, dann stellst du dich auf das Papier Ich, machst die Augen zu und schaust innerlich deinen Vater an und schaust einfach, wie fließt die Liebe, welche Gefühle kommen, was tritt mir vor Augen, welche Erinnerungen, welche Situationen erinnere ich, welche Gefühle, welche Wünsche habe ich, was will ich wirklich mal sagen? Und dann gehst du auf das Papier Vater und schaust, gehst wirklich in dieses Gefühl, ich bin der Vater, und schaust deine Tochter oder deinen Sohn an und fühlst mal, was du fühlst. Und fühlst auch mal, was du zu dem, was der dir eben gesagt hat, im ersten Teil der Übung, was du dazu fühlst, zu Wünschen, zu Botschaften, was mal gesagt werden wollte und so weiter. Und schau mal wirklich ehrlich und gleichzeitig in einer Haltung des das zulassen, was die Liebe fließen lassen würde. Und das Eltern nehmen fließen lassen würde und das Erwachsensein entstehen lassen würde, sich dafür ein bisschen mehr interessieren und gleichzeitig ehrlich, was im Dialog zwischen euch beiden entsteht. Das ist die Übung von heute.